Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX-5. Ich hatte ja relativ lange kein Video mehr über den MX-5 gemacht, weil die Sachen, die ich brauchte, die sind halt einfach nicht gekommen. Und jetzt sind sie endlich da. Ich habe ein paar Sachen gekauft und angefangen ist das Ganze erstmal mit den Motorlagern. Motorlager, wie sie schon sagen, lagern den Motor. Die sind hier unten gelegen. Warte, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so geil sieht. Da unten. Also, das hier vorne direkt da. Das sind die Motorlager. Natürlich auf der anderen Seite genau auf derselben, also genau gleich. Die sind mit, ich glaube, 3 Schrauben gesichert, beziehungsweise festgemacht. Und deswegen auch relativ leicht zu wechseln. Und ich habe mir jetzt von Bofi Racing diese Motorlager gekauft. Das sind Duraflex PU-Lager. Sollen ganz gut sein. Es gibt 3 Stufen davon, beziehungsweise drei Arten davon. Einmal Rot, das ist glaube ich Street, Schwarz, das ist Track und dann, ich glaube Blau oder sowas, das ist dann Race. Ich habe mich jetzt für die Track-Variante entschieden, weil das sind etwas härtere und gerade mit dem Turbolader und sowas, da ja, dürfte das wohl besser sein. Dürfte eigentlich nicht so lange dauern, wie gesagt, sind 4 Schrauben auf beiden Seiten halt und dann die Motorlager kann man dann direkt rausnehmen. Ja, was man dafür machen muss, ist eigentlich relativ simpel. Einfach Rad runternehmen. Lösen sind dabei einmal die Schrauben da oben, wenn man echt scheiße sehen kann. Einmal da ist ein direkt hinter der Downpipe und hier vorne links 2. Und hier unten ist auch eine Schraube drin, die muss man auch lösen. Was man noch machen muss, beziehungsweise man muss erstmal die Schraube hier unten lösen auf beiden Seiten. Dann geht man hin, nimmt sich einen Motorkran, der dort vorne steht, den ich gleich noch nehmen muss. Den nimmt man. Packt den Motor ein bisschen hoch, beziehungsweise supportet den Motor ein bisschen. Ich denke, hier muss ich meinen Domstreber abnehmen, weil sonst passt das alles nicht mehr. Dann werde ich den Motor eben hier und da vorne dran ein bisschen hochheben und dann kann ich die Motorlager auch schon direkt rausnehmen und ja, die hier einbauen. Das ist dann einfach nur noch das alte Motorlager raus, das ist ein altes Gummilager und dann die hier rein. Ja, an sich, man könnte das natürlich auch mit einem Wagenheber und dann unter der Ölwanne einfach mal so ein bisschen Holz runter tun. Geht natürlich auch, aber ich mache es einfach so, weil ich den Motorkran hier vorne stehen habe. Juri, ich versuche jetzt irgendwie einen coolen Shot zu finden, dass ihr da alles sehen könnt, was ich mache. Weil die Kamera ist nicht die beste, gerade wenn es um relativ dunkle Stellen geht. Deswegen, ich versuche die Kamera irgendwie ein bisschen gut dahin zu legen, damit ihr alles sehen könnt. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn die Motorlager raus sind. So, die Motorlager sind raus und sind auch schon auseinandergenommen. An sich sind die wirklich nicht schwer auseinanderzunehmen bzw. rauszubauen. Nur an die ganzen Schrauben zu kommen ist halt echt nicht allzu geil. Aber ja, hier sind die Motorlager, hier sind die Gummibushings bzw. das was vorher drin war, halt die Lager. Wenn man sieht, die sind nicht auseinandergerissen oder sowas, aber hier sind die schon nicht mehr so geil drin bzw. hier ist es schon verbogen. Hier auch schon leicht und die sind halt einfach weich. Deswegen kommen die hier jetzt rein. Ich gehe mal davon aus, dass die einfach so hier draufgepackt werden, beziehungsweise halt da durchs Loch und dann festgemacht werden. Gehe mal sehr stark von aus einfach, weil hier ist so keine wirkliche Richtung drauf oder sowas. Und eine Schale gibt es auch nicht. Ja, die Schalen hier unten habe ich auch direkt sauber gemacht. Ich würde die am liebsten noch mal eben kurz abschleifen und lackieren, aber ich habe keinen Lack hier. Deswegen lasse ich die so, ich denke aber, die werden mir nicht da wegrosten. Hoffe ich auf jeden Fall. Ja, und die kommen dann halt hier so wieder drauf. Und für alle, die das machen wollen, die das Auto nicht turbo geladen haben, also ich habe das jetzt bei mir turbo geladen, da habe ich ja ein Turbo. Auf der einen Seite mein Motorlager und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt anstrengend, den da rauszukriegen. Ich hatte jetzt Glück und mache nämlich vorne, was irgendwann noch ein Video sein wird. Ich würde hoffen, in den nächsten Wochen kommt das auch raus. Habe ich vorne links, vorne rechts habe ich bei dem Wasserpumpenstutzen, der ist bei mir kaputt. Und da hatte ich jetzt zum Glück
viel Platz. Ansonsten hätte ich nämlich die Downpipe rausbauen müssen. Deswegen für alle Leute, die einen Turbo-Umbau gemacht haben, beziehungsweise macht es am besten, während ihr das Auto auf Turbo umbaut, die hier neu, dann wird das am leichtesten sein, weil danach ist es halt echt ein Krampf wieder rauszukriegen. Linke, also Beifahrerseite war ohne Probleme, nur Fahrerseite war echt nicht so geil. Ja, ich werde jetzt wieder hier zusammenbauen und dann wieder einbauen. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie es dann sich anfühlen wird, weil das Auto, wie ihr gerade seht, steht nicht fahrbereit da. Aber ich werde dann höchstwahrscheinlich irgendwann mal, wenn ich das Auto wieder fahre, ich denke mal so, das wird in 1,5 Monaten sein oder sowas, dann werde ich mal ein bisschen Feedback dazu geben in irgendeinem Video. Beziehungsweise in dem Video, wo ich den Wagen wieder zum ersten Mal fahre. Ja, genug geredet. Ich werde das hier wieder alles draufpacken und festmachen und dann alles wieder einbauen. Jüdi, mach ich das. So, die Motorlager sind jetzt drin. Das hat relativ geht so funktioniert. Ich hatte erst versucht, ganz alleine die Motorlager reinzupacken. Ich hatte erst Beifahrerseite und dann Fahrerseite gemacht. Beifahrerseite war das auch relativ easy. Da ging das ohne Probleme alles rein. Ich hatte nur ein paar Probleme mit dem beim Starter, also beim Anlasser. Da waren ein paar Probleme, aber das ging auch relativ gut. Fahrerseite war dann das größte Problem. Weil ich das aus irgendeinem Grund nicht vernünftig da halt in einer Linie gekriegt habe, damit ich da die Schraube da reinsetzen konnte. Deswegen habe ich beide nochmal rausgetan, habe ich mir Hilfe geholt und dann hat das relativ gut geklappt. Dann habe ich erst Fahrerseite reingemacht, einer hat dann unten die Schraube reingetan und einer hat dann hier den Motor ein bisschen nach links und rechts und hoch und runter gewackelt. Dann hat es ganz gut geklappt und dann Beifahrerseite rein und dann habe ich halt alles beides festgezogen. Ja, der Motor sitzt jetzt auch minimal höher, wie man hier vorne sieht. Also ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwie Probleme kriege mit der Domstrebe, weil zwischen Domstrebe und Ansaugbrücke sind so ungefähr, ich will mal so sagen, 2 mm. Deswegen gucken, ob ich da noch irgendwie Probleme kriege. Aber sonst ist eigentlich alles gut. Wie man hier vorne auch noch sieht, habe ich ein bisschen den Motor kaputt gemacht mit den Ketten, die ich hier dran hatte. Ja, den Motor nicht, den Lack hier vorne kaputt gemacht. Das muss ich auch nochmal neu machen. Aber ja. An sich sind die Sachen jetzt drin. Wie gesagt, hat relativ gut geklappt. Ausbau war easy, Einbau war schwer. Ja, testen kann ich das Ganze nicht, weil das Auto steht hier halb auseinandergebaut. Und deswegen wird das erst in irgendwie einem Monat passieren oder sowas. Und dann werde ich nochmal sagen, wie die sind. Ich gehe mal davon aus, dass die halt härter sind. Deswegen ich die auch gekauft habe. Ja. Ansonsten gibt es da nicht mehr viel zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter. Sagt mir warum, weil nur so kann ich die Videos verbessern. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.